Moin Leute, zurück beim wöchentlichen Reset zur Woche 7, Saison der Verlorenen. Ja, Lord Saladin hat sich schon wieder verpieselt, der hat seinen Stand da oben abgebaut und ja, diese Woche ist halt Hauptaugenmerk Spitzenreiteraktivität. Dazu gibt es auch noch ein paar Tipps bei mein MMO, Link in der Videobeschreibung. Gibt es so 20 Tipps, die meistens eher so auch von Esoterik kommen. Also wie man am besten Spitzenreiter die Strikes so, sag ich mal, gut überstehen kann, weil das ist ja im Moment die PvE-Herausforderung, die es im Moment gibt. Aber davon sehen wir gleich mehr und hören wir auch mehr. Wie gesagt, aber erstmal kurz ins Everversum und schauen, was da jetzt diese Woche neu ist. So, da haben wir hier einmal Katzenohrentanz hier für 700 Glanzstaub. Sieht immer so aus. Der geht ja sogar, ist eigentlich ganz lustig. Miau, miau, miau. Ja, kann man sich überlegen, finde ich eigentlich ganz lustig. Wandererflügel hier, Schiff, aber für 2000 Glanzstaub. Boah, ist extravagant, aber auch nicht ganz so schön. Dann Signal, verarbeitet Teleport-Effekt für 450 Glanzstaub, sieht immer so aus, ist okay. Dann hier einmal Druckstellen, Rötung, Shader für 300 Glanzstaub, sieht immer so aus, eher was für die Ladies. Dann haben wir Glanzstaub-Shop allgemein, hier einmal Teamkameraden, Beschützen-Geste. Ja, kennen wir ja vom Eishockey, ne? Aber kostet dafür auch 3250 Glanzstaub. Dann haben wir hier einmal Träumerhülle, Geisthülle für 2850 Glanzstaub. Sieht mal so aus. Eigentlich ganz nice, hat schon irgendwie was, aber ist halt richtig teuer. Und Glanzstaub ist halt rar. Pragmatisches Kraftpaket, Transportmittel hier einmal für 2500 Glanzstaub. Was ist denn das für ein Ding? Ja, da kann man sich vielleicht überlegen. Das ist auch wieder so eine extravagante Geschichte. Hat schon irgendwie was, aber wie gesagt, überlege ich mir auch nochmal. Dann hier, Neimischer Panzer. Auf jeden Fall hole ich mir das bei jedem Charakter, hole ich mir das ganze Season-Set. Hier 1200 Glanzstaub. Wie gesagt, bei jedem Charakter sieht es halt anders aus. Und wenn er da kauft, wird halt der Silberpreis gesenkt. Wie gesagt, im Moment gibt es 3 Stück, die ich im Moment gekauft habe für Glanzstaub. Und wenn ihr das Set halt immer wieder kauft für Glanzstaub, reduziert sich der Silberpreis. Aber wie gesagt, das Set hole ich mir eh für Glanzstaub komplett. 6000 Glanzstaub pro Schar. So, auf leisen Sohlen gehst du hier einmal. Das geht eigentlich auch noch klar. So, 2 Gesten finde ich schon mal ganz lustig. 400 Glanzstaub hier einmal. Riff in Ruinen, hier einmal Telesto-Ornament für 1250 Glanzstaub. Sieht auch ganz nett aus, kann man sich auch überlegen. Dann hier Pinguin-Projektion für 1500 Glanzstaub. Ist auch ganz lustig, aber auch richtig teuer. Dann hier einmal in Rauch gehüllt Teleport-Effekt, 450 Glanzstaub. Hier einmal Wex-Invasionseffekte. Dann einmal Totenwache des Reisenden-Effekte. Dann haben wir hier einmal Kohle des Nordens-Shader. Dann einmal Assassinier, irgendwie so, Gold. Schaust du dich nur um? Dann hier einmal Amethystblüte, okay. Ist auch was für Ladies eher. Historische Heckepolitur hier einmal noch. Ja, wie gesagt, also einige Sachen sind dabei, sind ganz okay, aber es ist, kein Must-Have hier, was ihr kaufen sollt. Also die richtige Empfehlung gibt es nicht, sind extravagante Sachen dabei. Da müsst ihr selber schauen, aber wohl die Geste finde ich eigentlich ganz lustig hier und die andere eigentlich auch. Also das geht einigermaßen, ist schon irgendwie ein bisschen, ja, putzig, ne? Putzig. So, Banshee. Nicht vergessen, immer bei Banshee vorbeigehen, bei Ada One vorbeigehen. Die Mods sind immer jeden Tag um 19 Uhr neu und auch die Waffen sind anders. Und wie gesagt, wenn ihr Perks haben möchtet, die euch gefallen, könnt ihr auch vergleichen bei light.gg auf der Homepage. Diese Woche ist einmal hier kalte Verweigerung, Fressrausch, unnachgiebig, dann einmal doppelt, plagt euch auf alles gefasst, Schnappschussvisier, Ecolus SSG Version irgendwas und hier einmal mit keiner Ablenkung Störfaktor, dann die letzte Tanzpistole, fixer Zug, erster Schuss, Kralle der Versuchung, Energietransfer umzingelt und hier einmal schlechte Omen auf alles gefasst und Killclip. Also die Perks sind jetzt nicht wirklich gut, aber wie gesagt, könnt ihr am besten noch vergleichen. Hier unten die Mods, wie gesagt, immer um 19 Uhr werden die resettet. Auch die ganzen Preise für die einzelnen Sachen, die man hier kaufen kann, werden resettet und bei Ada One halt auch. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal kurz schnell zu Ada One noch und schauen da mal nach, was Sache ist. Und dann können wir nochmal kurz alles angucken hier. Ich muss natürlich Spitzenausrüstung looten, wie gesagt, bei mir fehlt beim Warlock, wollte ich gerade sagen, nein, beim Titan fehlt mir hier nur noch einmal Titanzeichen, dann bin ich fertig, das fehlt mir noch, dann war's das. So, warte mal, ich habe hier, ja, das mal reinmachen hier, ja, das fehlt mir halt noch und dann bin ich hier bei Pinnacle Cap bin ich angelangt dann und wie gesagt, und dann plus 18er Bonus und Spitzenreiter, wie gesagt, wo wir gleich nochmal alles angucken werden kurz, muss man halt eben ein sehr hohes Powerlevel haben, das braucht man gar nicht reingehen, weil ein Schuss ist man einfach weg, wenn man getroffen wird von den Gegnern, das ist halt eben ein bisschen Willkommen zurück. Schwieriger. So, hier haben wir einmal noch die Mods Granatenwerfer, Munitionsfinder und extra Reserven, wie gesagt, die und dann hier noble größte Typ hier einmal die Ausrüstung, hier natürlich auch noch wieder Sachen zu kaufen.
ja, das sind die ganzen Sachen, die so einigermaßen okay sind. Dann natürlich nicht vergessen, die ganzen NPCs hier bedienen. Zavala, Lord Shax und hier einmal Vagabund, weil da gibt es immer 120 Glanzstaub, immer mit 8 Beutungen bedienen, sonst fail. Hier einmal Prophezeiung vielleicht spielen, Spitzenausrüstung gibt es aber am Ende, davor ist mächtige Ausrüstung. Dann hier einmal Europa, haben wir diese Woche einmal hier Simulation Agilität, das heißt, wir auf hier rumgespringe. Dann haben wir hier einmal die Schattenzone hier in Asterion Abgrund. Dann haben wir hier die Imperiumjagd, die Kriegerin. Dann haben wir hier natürlich Tiefensteinkrypta hier einmal Herausforderung. Alles Könner, eine Herausforderung wartet. Da könnt ihr, wie gesagt, auch in die Videobeschreibung gucken. Da sind alle extra Infos noch gegeben. Da geht ihr nochmal bitte rein. Da sind auch die Erklärungen, was ihr da machen müsst und sowas alles für Links zu meinem O. Bunker könnt ihr natürlich auch noch spielen, wenn ihr Bock habt. Und ja, auch hier die NPCs bedienen, aber vergessen abzuholen. Dann habt ihr hier auch einiges zu spielen und zu machen, damit ihr halt Spitzenausrüstung kriegt. Schmelztiegel diese Woche ist Hexenkessel, also schnell erledigt, rein da, zack, zack, fertig. Einige nervt, einige freut es, mich freut es, weil ich finde Hexenkessel eigentlich ganz lustig. Kann man einige Sachen schnell erledigen, also eigentlich ganz, ganz gut. Dann hier natürlich dann einmal Ruhm überleben, sonst 7 Gewinne, mächtige Ausrüstung, sonst hier gibt es noch Rumble und Eliminierung und dann Kontrolle. Dann haben wir hier bei der Foe natürlich das Wichtige. Foe-Strikes laufen, wie gesagt, mit dem Fokus, den ihr aktivieren solltet oder drin haben müsst, ist Solarfokus. Also ihr könnt auch so durchlaufen mit einem anderen Fokus und zum Ende, wenn ihr den Gegner legt, schnell den Fokus wechseln auf Solar. Dreimal laufen, gibt es halt mächtige Spitzenausrüstung. Grenadier aktuell und Blackout aktuell, die Modifiers aktiv. Nächsten Tag um 19 Uhr werden die wieder resettet und andere sind dann aktuell aktiv. Mächtige Vermächtnisausrüstung beim dritten Mal, dreimal zu farmen hier bei Schlachtfelder. Natürlich den Hammer vorher richtig ausrüsten. Dämmerung. Diese Woche ist Dämmerung das hohle Versteck. Ja, ob das jetzt gut ist, ist eine andere Frage. Aber wie gesagt, da 100k erreichen, sollte dann eigentlich auch gut schaffen. Dann hier Spitzenreiter, das, was wir natürlich machen wollen. Und wo alle sagen, rein da. Oder auch nicht. Ja, da empfohlene Power 1073, super Sache. Und hier sind dann ganz viele Modifiers aktiv. Schwerender Riss hier einmal. Schermis und Falzern, Schermis Überladung. Großmeister Modifikatorin, ganz viele drin. Passgenau, Ausrüstung gesperrt, erloschen. Begrenzte Wiederbelebungen, dann Champions Mob, dann Abreibung und zum Schluss hier Eifer der Fanatikers. Der Fanatikers, okay. Erhöhte eigene Stasis- und Explosionsschaden. Also, das ist halt die Herausforderung im Moment, die PvP-Herausforderung. Da gibt es natürlich auch guten Loot. Welchen genau, müsst ihr in der Videobeschreibung gucken, welche Waffen da droppen etc. Kann ich nicht sagen. Wie gesagt, und Link auch nochmal für die 20 Tipps, was ihr am besten hier machen solltet, wie ihr spielen solltet. Auch nochmal in die Videobeschreibung verlinkt zu mein MMO. Gambit hier natürlich auch nochmal dreimal laufen, plus Beulzüge, Spitzenausrüstung. Dann Legend natürlich hier einmal gewesen in der Kammer laufen, gibt es Spitzenausrüstung für einzelnen ja, Runden sozusagen. Eine Herausforderung wartet, ja, das einzige Orakel für dich, sonst halt eben noch auf Herausforderern und Großmeister laufen. Da gibt es natürlich auch noch besseren Loot. Ja, die Wex-Mythoklasse muss ich eigentlich auch noch holen, aber keine Zeit. Dann die träumende Stadt, dann hier einmal Astralausrichtung laufen. Natürlich nicht vergessen. Dann haben wir natürlich noch Assistentenherausforderungen etc. etc. Auch in der Videobeschreibung die Infos dazu. In der Wirrbucht haben wir natürlich auch noch ein paar Sachen, wo wir machen können. Und hier natürlich um exotische Quest-Vorzeichen, gibt Spitzenausrüstung. Dann ETZ, das Omen hier, nicht vergessen, gibt es auch noch Spitzenausrüstung. Auch noch probieren reinzugehen. Und dann haben wir natürlich in der Helm noch die Quest, die wir hier anfangen wollen. Reise des Wegfinders Woche 7. Mal gucken, ob die auch abgeschlossen wird oder nicht. Ich weiß es noch nicht, habe noch nicht gespielt. Mal abwarten. Dann hier natürlich auch noch das Reich Wald der Echos. Da gibt es natürlich auch noch was zu holen, zu machen. Nicht vergessen. Ja, sonst habt ihr hier auch noch Override Wirrbucht im Moment, wenn ihr noch was zu erledigen habt von der vorigen Season. Und ja, Wald Echos, wie gesagt, Triumphe, nicht vergessen. Das ist bei mir auch fast fertig. Hier könnt ihr gucken bei Wald der Echos. Und bei mir fehlen nur noch die Depots, die Echo-Depots. Und dann, wenn ich das habe, bin ich durch. Sonst habe ich schon alles gefarmt. Und wie gesagt, hier einmal das Triumphsiegel, hier einmal Ebenenschreiter, der braucht ja halt eben auch die Depots, die Echo-Depots, ja, denn das halt fertig habt, seid ihr auch schon einen Schritt weiter, definitiv ganz gut. Dann natürlich nicht vergessen noch die saisonalen Herausforderungen, die wir hier noch haben. Ja, die anderen Wochen habe ich zum Teil abgeschlossen, wie gesagt, ihr könnt Woche für Woche die Sache auch so abschließen, könnt ihr auch bei hohen Kante lassen, die Sachen, kein Problem, ja, und gebt die lieber ab mit dem Teammate wegen geteilter Weisheit. So, wir sind in Woche 7, da haben wir folgende Sachen: Reise des Wegfinders 7 hier, benutze den Wegfinder-Kompass, um Reise des Wegfinders 7 abzuschließen, besiege außerdem Besessene oder Hohenkämpfer an beliebigen Orten im System mit Schrotflinten. Dann Gefrierbrand hier einmal, besiege Kämpfe mit Stasis- oder Solarfähigkeiten oder Zersplitterschaden. Kämpfer, die mit Solar- oder Stasis-Nahkampf Angriffen besiegt werden, gewähren Bonusfortschritt.
Kader der Herausforderer schießt der schmerzigen Matches in der Ruhm-Rang-Playlist ab. Für sie gibt es einen Bonusfortschritt. Okay, ein bisschen Ruhm-Matches rein. Dann Sieg über die Mächtigen. Schieße einen beliebigen Dämmerungsstrike auf der Schwierigkeitsstufe Spitzenreiter ab. Aha, okay, alles klar. Dann hier Umbral-Experte, fokussiere Stufe 3 Umbral-Engramme beim Prisma-Umformer in der Helm. Dann hier effizienter Linienläufer, schieße die Aktivität Astralos-Richtung in unter 10 Minuten ab. Okay. Bring ein Fusionsschwert mit. Besiege Ziele mit Fusionsgewehren und Schwertern im Gambit. Das Besiegen von Hütern gewährt zusätzlichen Fortschritt. Ja, alles zu schaffen, alles zu machen, außer vielleicht Spitzenreiter. Sonst geht's einigermaßen. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, ich wollte noch irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ich habe sie auch gerade wieder ausgeblendet, weil ich die ganze Zeit wieder woanders war. Irgendwas wollte ich jetzt noch zeigen. Ich habe es aber leider, wie gesagt, nicht mehr auf dem Schirm. Naja, sonst guckt in die Videobeschreibung, wie gesagt. Da gibt es natürlich die weiteren Infos. Und ja, probiert euer Glück beim Spitzenreiter. Achso, genau, das wollte ich sagen. Es ist Dämmerungsstrike Bonuswoche. Ihr kriegt ja bessere Loot und mehr Loot. Deswegen lohnt es sich diese Woche auf jeden Fall reinzugehen und dort halt zu looten. Also nicht vergessen, geht da rein und probiert euer Glück. Ne? Das ist wichtig, weil diese Woche lohnt es auf jeden Fall. Und wie gesagt, eine Herausforderung ist auch mit drin. Ja, das soll es gewesen sein. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns die Tage bei den nächsten Videos. Mal gucken, wie ich das schaffe. Mal abwarten und reingehauen. Danke für euren Support und tschüss.